The Thief in the Temple. Escapism in the pre-apocalyptic era. Hallo und willkommen zu dem Podcast im Schatten. Dies ist eine weitere Folge von Der Dieb im Tempel, Eskapismus in der präapokalyptischen Ära. Hier erwartet dich eine weitere Dosis Weltflucht, Kunst, Misanthropie, Melancholie und Depolarisation im Zeitalter des Homo economicus cretinus. Heute wird es um japanische Nudeln gehen. Es wird um das andere Buch von Curzio Malaparte gehen. Es wird um eine Detektivgeschichte im Mittelalter gehen. Und es wird um einen großartigen französischen Künstler gehen, der zu früh von uns gegangen ist. Film Talk. Let's pick a movie apart and geek out about it. Juzo Itamis Kultfilm Tampopo aus dem Jahr 1985 ist ein Subgenre für sich und als solcher vermutlich der einzige Vertreter dieses Subgenres. Und mundwinkelzuckend ließe sich dieses Subgenre als Ramen-Western bezeichnen. Ramen ist hierbei das Wort für japanische Nudeln. Und dies ist das zentrale Thema dieses Films. Nudeln. Diesen Film zu beschreiben, ist einfach und schwierig zugleich. Einfach, weil das Sujet einfach ist. Tampopo, die verwitwete, alleinerziehende Mutter und Inhaberin eines kleinen Nudelrestaurants, leidet unter der Konkurrenz und hat zudem Mühe, Nudeln zu kochen, die eine allgemeine Anerkennung erfahren. Doch dann betritt der charismatische Haudegen Goro ihren Laden und wird zu ihrem Mentor auf dem Weg zum besten Nudelrestaurant in der Straße. Soweit, so gut. Goro und Gan sind zwei Lastwagenfahrer, die mehr zufällig in den Nudelladen einkehren. Aber die beiden Männer verbindet eine Passion. Sie sind beide extrem engagierte Ramen-Aficionados. Sie reden gerne über Nudeln, sie lesen sogar Bücher über die Herstellung und den Verzehr von Nudeln, sie erzählen sich Geschichten über Nudeln. Als sie in Tampopos winzigem Restaurant Halt machen, stoßen sie auf den Grobian Pisken, der dort die Wirtin belästigt. Eine Schlägerei zwischen Goro und Piskens Bande aus betrunkenen Halbstarken folgt. Später beim Essen macht Goro keinen Hehl daraus, dass Tampopos Ramen-Nudeln irgendwo zwischen mittelmäßig und schrecklich anzusiedeln sind. Tampopo erkennt den Experten in ihm und fleht ihn an, sozusagen ihr Ramen-Sensei zu werden und sie zur Perfektion als Nudelchefin zu führen. Der schon etwas ältere Goro ist von Tampopo fasziniert, auch wenn sein jüngerer Freund Gan ziemlich sicher ist, dass Goro auf sie einfach nur steht. So stimmt Goro zu und eine sehr humorvolle Operation beginnt. Hierbei stellt Goro ein Team aus den besten Ramen-Fachleuten zusammen, die er kennt, um so alle Aspekte der Gastronomie abzudecken, angefangen mit der Wahl der Zutaten, über die Vorbereitung des Gemüses, die Herstellung der Nudeln, die Geschwindigkeit und die Präzision des Servierens bis hin zu der Analyse des Gesichtsausdrucks der Kunden, wenn sie den ersten Biss zu sich genommen haben. Zum Training gehört freilich auch die Industriespionage, die das Team betreibt, indem es viel Zeit bei der Konkurrenz verbringt und dort Unmengen an Nudeln verdrückt. Doch nicht nur das, Goro zeigt Tampopo die Tricks und Methoden der anderen Wirte, viele davon werden wie Staatsgeheimnisse gehütet. Später begegnen sich Goro und Pisken erneut. Pisken hat schlechtes Gewissen, dass er während der Schlägerei seine betrunkenen Scharwenzler auf Goro gehetzt hatte, was sichtlich ehrenlos war. Er bietet Goro eine Revanche an, quasi mano a mano. Die beiden Männer prügeln sich gegenseitig windelweich, doch ohne ein erkennbares Ergebnis. Doch am Ende erfährt Goro, dass Pisken, wenn er nicht den grobschlächtigen Wochenend-Yakuza mimt, in Wirklichkeit ein florierendes Geschäft als Innendekorateur hat. Goro überredet ihn, sein Gewissen endlich zu bereinigen und sich dem Team Tampopo anzuschließen. Bald schon tauchen Piskens Männer auf und beginnen, den Laden neu einzurichten und zu modernisieren. Doch all das ist nur das magere Grundgerüst einer Geschichte, die bunt, schillernd, verspielt und gänzlich eklektisch ist.
Zwischen einzelnen Szenen rund um Tampopo entführt uns Itami anekdotenhaft in die unterschiedlichsten Vignetten, die sich alle rund um die menschliche Lust am Essen und Kochen drehen. Wir lernen einen flamboyanten Yakuza-Gangster kennen, der mit seiner Geliebten am liebsten Essen mit Sex kombiniert. Wir begegnen einem kleinen Firmenangestellten, der bei einem großen Bankett zum Schrecken aller Beteiligten demonstriert, dass er sich 100-mal besser mit französischer Haute Cuisine auskennt als seine bornierten, verknöcherten Bosse. Manche Szenen wirken ein wenig grausam, wie die Geschichte einer sterbenden Mutter und Ehefrau, die sich von ihrem Totenbett hochkämpft, um ihrem Ehemann noch eine letzte Schale Nudeln zu kochen, nur um dann während des Abendessens zu versterben. Doch hier muss man allerdings Juzo Itamis schwarzen Humor ins Kalkül ziehen. Der Film ist in erster Linie eine verrückte Komödie, hat aber durchaus besinnliche Momente, welche über die menschliche Natur meditieren. Und Juzo Itami scheint ein großartiger Beobachter des Menschen an sich zu sein und scheut sich nicht davor, all das Närrische, aber auch das Wunderbare hervorzuheben. Zugleich macht es Juzo Itami sichtlich Spaß, in dem Film zwischen dem Brachialen und dem äußerst Subtilen hin und her zu pendeln. Und obwohl dieser Film vermutlich hunderte kulturelle Querverweise besitzt, die nur Japaner verstehen, scheint doch der grundsätzliche Humor hier extrem universell zu sein. Schließlich geht es Juzo Itami um das menschliche Wesen an sich, jenseits kultureller Barrieren. Das ist auch gut daran erkennbar, dass Itami selbst gewisse Persiflage des Abendlandes zum Ausdruck bringt. Da schwebt unentwegt ein Hauch amerikanischer und europäischer Kultur über der Handlung. Diverse Filmgenres werden zitiert, vielleicht eine Prise Sam Peckinpah. All das verpackt mit einem unkonventionellen, schrulligen Humor und einer unverhüllten Sinnlichkeit des Essens, der Erotik und des Lebens an sich. Dieser Film mag ein Streifen über Nudeln sein, doch machen wir keinen Fehler. Hier geht es um die menschliche Komödie, jede einzelne Minute. Und wurde am Ende das perfekte Nudelgericht erreicht und gefunden? Nun, um das zu erfahren, musst du dir den Film schon selber ansehen. Der Name Tampopo bedeutet auf Japanisch Pusteblume und es überrascht nicht, dass weltweit nach dem Erscheinen des Films eine Menge japanischer Nudelrestaurants den Namen des Films angenommen haben. In Deutschland gibt es einen in Bremen. Tampopo lässt sich bis heute leicht auf DVD und vermutlich auch Blu-ray finden und wer sich einer anständigen Arthouse-Filmsammlung rühmt, wird diesen Film vermutlich im Regal stehen haben. Wer nicht, nun, dann hast du eine Hausaufgabe vor dir. Und ja, coole Leute schauen sich den Film auf Japanisch mit entsprechenden Untertiteln an. Das ist meine Haltung dazu, ob es dir gefällt oder nicht. Album Review. There's music in the air. Am 13. August 1998, es war ein Donnerstag, nahm der in Frankreich lebende Italiener Agostino Ferrari sein Jagdgewehr, setzte sich seinen Strohhut auf und verließ das Landhaus. Er spazierte entlang der frisch gemähten Felder in Sichtweite der Ortschaft Saint-Cyprien. Als er den Waldrand erreichte, bog er ab und verschwand im dichten Gehölz. In Hörweite der zirpenden Zikaden, umgeben von dem sommerlichen Gesang der Waldvögel, lehnte er sich gegen einen Baum, richtete das Gewehr gegen sein Herz und drückte ab. Noch am selben Tag erschien sein Gesicht in sämtlichen französischen und italienischen TV-Nachrichten. Die Moderatoren benutzten dabei freilich jenen Namen, unter dem ihn Millionen kannten, Nino Ferrer. Am nächsten Tag titulierten die Tageszeitungen »Adieu, Nino«. Und die etwas gewitzteren schrieben, Nino sei gen Süden geflohen, in Anspielung auf einen seiner größten Hits. Über seinen Tod wurde erwartungsgemäß viel spekuliert. Von psychischer Instabilität ist die Rede und von einem gebrochenen Herzen über den Tod seiner Mutter, die nur wenige Wochen davor verstarb. Davon, dass Nino Ferrer schon immer extremen Stimmungsschwankungen unterlag und vermutlich bipolar war. Doch alle Diskussionen werden von der Gewissheit beherrscht, dass Nino Ferrer ein halbes Leben in einem Zwiespalt zwischen seiner künstlerischen Vision und den Erwartungen des Publikums verbracht hatte und nicht selten darüber tief unglücklich war. Don Nino Ferrer, witzelten manche in Anspielung auf Don Quixote. So zumindest erschien den Branchenfachleuten der eigenwillige Musiker, der aus unerklärlichen Gründen nie zufrieden mit seinen Erfolgen war.
Nino Ferrer feierte seine ersten Hits als ein Chansonnier. Doch das ist nur ein Wort, das in Deutschland gebräuchlich ist, vermutlich um Chanson mit dem Schlager analog zu setzen und für die Franzosen nur wenig Sinn hat. Am Anbeginn der 60er Jahre gehörte Ferrer nebst Claude Nougaro, Serge Gainsbourg, Franz Gall, Antoine, Johnny Hallyday und Sylvie Vartan zu jener Welle junger Wilden, die den neuartigen Yeye-Sound prägte. Sie verjüngten den traditionellen Chansonstil mit Elementen des britischen Rock und des amerikanischen R&B und erschufen damit einen flotten und sichtlich zeitgemäßen Sound für die junge Generation. Sie assimilierten den anglo-amerikanischen Sound doch eben auf Französisch. Nino Ferrer feierte seinen ersten Erfolg mit dem Song Mirza, den er 1965 aufnahm. Seine Texte waren häufig Augenzwinkern und das verlieh ihm schon bald den Ruf, ein eher humoristischer Liedermacher zu sein, wenn schon kein expliziter Blödelbarde. Dies erschuf einen kreativen Schatten, aus dem herauszutreten Nino Ferrer ein Leben lang bemüht war. Und wie viele andere Yeye Boys und Yeye Girls richtete auch Nino Ferrer seinen Blick auf die Zukunft und auf die Musik der Übersee. Gerade Ferrer und Gainsbourg verstanden sehr gut, dass in jenen Jahren das Rock-Genre gerade erst begonnen hatte, seine wahren Umrisse zu zeigen. Das französische Publikum, die Plattenfirmen und Radiostationen, aber allem voran die Zeitungen, waren jedoch nicht an musikalischen Pantarei-Bekenntnissen interessiert. Sie hatten ihre Stars und Pop-Ikonen mit all ihren Skandalen, Affären und ansprechenden, leichtherzigen Hits. Jegliche Verkopfung der Musik war da unerwünscht. Doch für Geister wie Gainsbourg oder Ferrer war die Verjüngung des Chansons keine singuläre Idee. Schon bald drangen ganz andere Sounds an ihre Ohren. Psychedelic Rock, Funk, Jazz Fusion und Progressive Rock. Für Nino Ferrer stand fest, dass es an der Zeit war, den adretten Smoking an den Kleiderhaken zu hängen. Damit aber begann auch ein ständiger Zwiespalt zwischen einem Musiker, der begierig war, kreativ zu wachsen, und einem Publikum, das lieber den alten Nino zurück wollte. Und Ferrer verwandelte sich zunehmend in jenen Don Quixote, der unentwegt mit den Windmühlenarmen der Plattenindustrie kämpft. Wenig hilfreich war dabei sein Temperament und die damit verbundenen Wutanfälle und Depressionen, vertraut gepaart mit Augenblicken von großer Euphorie. In den späten 60ern und frühen 70ern besaßen die Menschen dafür kaum ein Vokabular. Gainsbourg und Ferrer teilten die Überzeugung, dass das französische Publikum den Ansprüchen der beiden Ausnahmekünstler hinterherhinkte. Man verlangte von ihnen Hits, während beide Männer wussten, dass die Zeiten der Single vorbei waren und die Ära der LP längst angebrochen war. Zweifelsohne war es Serge Gainsbourg, der bei der unaufhaltsamen Metamorphose der Chansonkünstler die Führung übernahm. Niemand war provokanter, niemand schien weiter in die Zukunft der populären Musik zu blicken. Sein Album Histoire de Melodie Nelson schrieb Musikgeschichte und seine skandalösen, tabubrechenden Texte schockierten das Kleinbürgertum. Gainsbourg erforschte die Ränder der Gesellschaft. Seine Musik war verraucht, lüstern und narkotisiert. Nino Ferrers Musik war hingegen eine Liebeserklärung an das Leben selbst und verinnerlichte unentwegt den neuen Sound, der da aus dem angloamerikanischen Raum kam. Insbesondere Psychedelic Rock und den fieberhaften Funk. 1974 erschien auf diese Weise eines seiner wichtigsten Alben, das stimmungsvolle Nino and Radaya. Bereits der Versuch, dieses Album diskografisch einzuordnen, stößt auf Nino Ferrers Widerstand. Chronologisch war dies seine siebte LP, doch er selbst sah Nino and Radaya als seinen dritten Beitrag, da er sich weigerte, vier seiner alten Schallplatten als gültige Beiträge zu zählen. Dies waren zusammengewürfelte Songalben für ihn, produziert und gestaltet von Plattenfirmen und mit nur wenig Einfluss seitens des ausführenden Künstlers. Nino Ferrer selbst bezeichnete seine seichten Hits als eine Musik, die man überwiegend in Fahrstühlen und Pissoirs zu hören bekommt. Wonach sein Herz schlug, scheint der blonde Jukebox-Star bereits in 1966 seinem Publikum mit dem Song »Je veux être noir« gesteckt zu haben. »Ich möchte schwarz sein«. Die Botschaft wurde vermutlich nicht in Gänze verstanden. Nino and Radaya eröffnet mit dem verträumten »South«, einem sentimentalen Blick auf das mediterrane Landleben. Der Produzent und Arrangeur Bernard Estardi brachte Nino Ferrer dazu, eine zweite Version aufzunehmen,
diesmal auf Französisch mit dem naheliegenden Titel Le Sud. Diese erschien parallel als eigene 7-Inch und war in Frankreich ein riesiger Erfolg, der zum Song des Jahres 1974 gekürt wurde. Ironischerweise war diese Version nicht auf dem Album zu finden, das Nino letztendlich für ein angloamerikanisches Publikum aufnahm. Also folgte im darauffolgenden Jahr das Label mit einer neuen Version, wo South gegen Le Sud ausgetauscht und ein entnudifiziertes Cover benutzt wurde. Erst in 2018 brachte das Label Barclay eine neue Pressung heraus, die zwar gewohnt mit der englischen Version anfing, doch am Ende des Albums zusätzlich die französische Version besitzt. Offensichtlich die nun endgültige und ideale Version, die zu besitzen sich empfiehlt. Und doch zeigt diese Zweispurigkeit, wie mühsam es für Nino Ferrer stets war, seine kommerziellen Erfolge und seine musikalischen Ansprüche irgendwie unter einen Strohhut zu bringen. Etwas, wofür manch ein französischer Musik- und Kulturkommentator wenig Geduld aufbrachte. Nino Ferrer wurde dabei oft als kapriziös geschildert und die französischen Kritiker verstanden manchmal nicht, was denn sein Problem ist, angesichts all der Hits und Single-Erfolge. Nino und Radaya besitzt eine zeitlose Eleganz und ein augenzwinkerndes, sommerliches Gefühl, jedoch mit starken, finsteren Kontrasten, die sich an manchen Stellen wie dunkle Schatten erheben. Das gesamte Album ist äußerst funky, doch zugleich auch extrem zurückgelehnt und lässig. Einige Tracks können ihre Inspiration und Einflüsse kaum verbergen. Funkadelic, Little Feat und Sly and the Family Stone schimmern hier ebenso hindurch wie Simon & Garfunkel. Insgesamt besitzt diese Platte keine Schwächen und fließt zwanglos dahin, wie ein viel zu schöner Sommertag manchmal viel zu schnell vorüber ist. Eine der Geheimwaffen dieser wunderbaren Produktion ist die amerikanische Band Ice, die nicht lange zuvor von New York nach Paris übergesiedelt hatte. In der Heimat hatten sie unter dem Namen Lafayette Afro Rock Band Reden von sich gemacht und sich als eine straffe Funk- und Afrobeat-Kapelle etabliert. Sie sind es, die diesem Album seinen funkigen Groove geben, aber auch ein authentisches Image. Das hier ist nicht der Versuch, funky zu klingen. It's the real thing. Meine persönlichen Höhepunkte dieses Albums sind der Titeltrack South, dessen sentimentale Stimmung eines späten, hochsommerlichen Nachmittags unschlagbar ist. Das soulige Stück Hot Toddy, das mit seinen 8,5 Minuten tief in die psychedelischen Gefilde abdriftet. Und das Gainsbourg-eske Looking for You, dessen mysteriöse Streichermotive dem Lied eine eigene cinematische Dimension verleihen. Frank Abel legt dabei ein sinnliches Solo an der elektronischen Orgel hin, gejagt durch einen rotierenden Leslie-Lautsprecher. Das Album wird zusätzlich durch das Cover aufgewertet, das den ländlich inspirierten Nino Ferrer mit seiner Partnerin Radaya Fry zeigt. Die Sängerin ließ hierzu die Textilien fallen und trug damit zu einem der ikonografischsten Plattencover der 70er Jahre bei. Heute mag das Titelbild manchen kontrovers erscheinen und hierbei einige Social-Media-Schnüffelbots auf der Suche nach übersehener nackter Haut triggern. Doch das hat mehr damit zu tun, dass wir in einem gänzlich neurotischen Zeitalter leben, das zunehmend jeglichen Zugang zu Prioritäten verloren hat. Insbesondere da Radayas Rolle bei diesem Projekt weit über das Posieren als Nacktmodel hinausgeht. Sie schrieb bei 5 der Tracks mit und sang auf jedem Stück. Das Plattencover mochte in 1974 noch eine Sehnsucht und Schwärmerei des Ausnahmekünstlers reflektieren, doch Nino Ferrer zögerte nicht lange und kaufte von den Einnahmen der erfolgreichen Single Le Sud ein ländliches Anwesen, wo er sich fortan der Malerei widmete und Musik produzierte. Der mediale Puls der Großstadt widerte ihn zu diesem Zeitpunkt längst an. Diese LP steht Schulter an Schulter mit Serge Gainsbourgs Melody Nelson als einer der großen Beiträge aus Frankreich. Der perfekte Sound für eine längere Autofahrt. Und für mich ein makelloses, hervorragendes Album. Book Report. Book Report. I like books, because I know that stupid people don't read much. In der letzten Episode dieses Podcasts habe ich ein wenig über Kaputt, das wundersame, kontroverse Buch von Curzio Malaparte erzählt. Und komplementär dazu schrieb Malaparte anschließend das andere Buch, das die andere Perspektive auf den Krieg zeigte, die amerikanische Sicht der Dinge. La Pelle, zu Deutsch die Haut, setzt Malapartes
bildgewaltigen Schreibstil fort und spielt sich zu weiten Teilen in der von den Amerikanern besetzten Stadt Neapel ab, wo Malaparte als Verbindungsoffizier und Übersetzer zwischen den Alliierten und der Bevölkerung fungiert. Es ist eindeutig ein unikater Fall, dass ein Schriftsteller zwei Bücher schreibt, die den Eindruck erwecken, einen zweifachen und geradezu entgegengesetzten Blick durch die geschichtliche Linse zu bieten. Und während Kaputt vielmehr den Wirkungsgrad der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS auf die Bevölkerung der Ukraine und Rumänien spiegelt, ist Die Haut eine Auseinandersetzung mit dem amerikanischen Zeitgeist, der über eine zerrüttete Stadt im Herzen Italiens fällt. Da ist sichtlich auch eine Wehmut in den Geschichten über das Ende einer Ära. Die Haut ist eine faszinierende Erweiterung dieses riesigen europäischen Kriegsfreskos, das Malaparte mit der Anthologie Die Wolga entspringt in Europa begonnen und mit dem gewaltigen Kaputt fortgesetzt hatte. Für damalige Verhältnisse ist das Buch äußerst unverhüllt und keineswegs subtil, wenn es um die Beschreibung der Prostitution und den Verlust der Würde der lokalen Bevölkerung gegenüber den alliierten Besatzern geht. Und damit auch der Frage, wie weit eine zivile Bevölkerung es verdient, entsprechend bestraft zu werden. Eine Frage, die den Deutschen vertraut klingen sollte. Und diese Frage hat bis heute, gerade heute, nichts an ihrer Aktualität verloren. Doch Malaparte ist kein Philosoph, der belehrende Antworten gibt. Wenn überhaupt, sind seine Reflexionen Aporien einer unlösbaren Lage. Verlierer werden immer bestraft. Und doch lotet Malaparte durchaus die emotionale Verfassung der Italiener gegenüber der Tatsache aus, dass ihre neuen Herren und Richter Menschen sind, deren Kultur gegenüber der italienischen sichtlich grobschlächtig, wenn nicht sogar lachhaft erscheint. Und es sind diese Dissonanzen, die das Buch so faszinierend und so provokant machen. Ich möchte eine ganz kurze Rezension lesen, die aber hervorragend geschrieben ist. Sie wurde von Adam Sobocinski verfasst und in Die Zeit abgedruckt. Ich lese. Die Haut. Wie lässt sich ein Sieg erringen ohne falschen Triumph? Curzio Malaparte lässt Neapel auf zwielichtige Weise von den Amerikanern befreien. Am besten man liest dieses Buch natürlich in Neapel, samt Abstecher nach Capri, wo die einstige Villa des Autors so gewagt ins Meer ragt, auf deren Terrasse Brigitte Bardot in Godards Film Die Verachtung sich missgelaunt sonnte. Hier der Champagner, dort nur eine halbe Stunde mit der Fähre entfernt, die dunklen, engen, schmutzigen Gassen der Metropole, die Curzio Malaparte in seinem autobiografischen Roman ins Zentrum der Handlung rückte. Der Roman Die Haut war, als er 1949 erschien, ein echter Skandal. Er machte Malaparte endgültig weltberühmt und endgültig zum Verstoßenen. Neapel verhängte ein Einreiseverbot, der Vatikan setzte das Buch auf den Index. Und nicht etwa deshalb, weil der Autor einst dem Faschismus anhing, damit war er beileibe kein Einzelfall, sondern offenkundig, weil man die Erinnerung an die allerjüngste Vergangenheit nicht zu ertragen vermochte. Wir lesen vom Jahr 1943, als die Amerikaner Italien, das mit den Deutschen als Achsenmacht verbunden war, befreiten. Italienische Soldaten, die noch Tage zuvor gegen die Alliierten gekämpft haben, kämpften nunmehr mit den Alliierten gegen die Deutschen. Neapel, von Bombenangriffen gezeichnet, zeigt sich in den Tagen seiner Befreiung von der verkommensten Seite. Der Verbindungsoffizier Malaparte spaziert mit amerikanischen Offizieren durch eine Hölle auf Erden, durch eine Stätte des Menschenhandels, in der Jungen und Mädchen von ihren Eltern prostituiert werden, in der es nur darum geht, die eigene Haut zu retten, Nahrung auf dem Schwarzmarkt zu ergattern. Wo es in zivilisierten Zeiten darum gegangen sei, die Seele zu retten, habe die nackte Haut nunmehr eine obszön gewichtige Bedeutung erlangt, sagt Malaparte. Das sei die Pest, auch für die Amerikaner, die als Befreier sogleich zu Freiern werden. Und an dieser Stelle verfehlt der metaphernreiche, regelrecht barocke Roman noch heute nicht seine zum Widerspruch reizende Wirkung. Dem heroischen Erzähler nämlich ist der Krieg lieber als die Befreiung. Wer kämpfe, um nicht zu sterben, sei würdiger als jener, der knechtisch und geschlagen ums Überleben ringe. Mir war der Krieg lieber als die Pest. Es ist aus heutiger Sicht beinahe irritierend, mit welcher Selbstverständlichkeit Malaparte von Europa als kultureller Einheit spricht. Neapel sei ein Europa an Miniatur und Amerika in Gefahr, sich mit dem Glanz und Elend der alten Welt anzustecken.
Malaparte lässt nämlich offen, ob die Amerikaner einen würdigen Sieg über Europa erringen und meint damit auch die voranschreitende kulturelle Hegemonie. Die Sieger, sagt Malaparte, indem er Aeschylus zitiert, könnten sich nur retten, wenn sie die Tempel und Götter der Besiegten achten. Das Buch wurde also von der katholischen Kirche auf ihren Index Librorum Prohibitorum gesetzt, jene Liste der Bücher, welche die Kirche als tabu oder verboten erachtet. Ich finde, es gibt kaum eine höhere Auszeichnung, als auf einer solchen Liste zu enden. Ich würde einiges dafür geben, von den Katholen gebannt zu werden. Aber genug der Schwärmerei. Ich möchte einen Auszug aus dem Buch vorlesen, respektive eine kurze Lesung einspielen, die ich bereits vor Jahren aufgenommen hatte und die aus Malapartes Buch Die Haut stammt. Tonband ab. So ging ich mit Jimmy die Jungfrau zu sehen. Es war in einem Basso, einer Wohnhöhle, am Ende einer Gasse in der Gegend von Piazza Olivella. Vor der Tür des elenden Hauses war eine kleine Ansammlung alliierter Soldaten, zum großen Teil Neger. Es waren auch 3 oder 4 amerikanische Soldaten darunter, einige Polen und ein paar englische Matrosen. Wir stellten uns in die Reihe und warteten, bis wir dran waren. Nach etwa einer halben Stunde Wartens, alle 2 Minuten einen Schritt vorrückend, befanden wir uns an der Türschwelle. Das Innere des Raumes war unseren Blicken durch einen roten, geflickten, schmutzig-klebrigen Vorhang entzogen. Auf der Schwelle stand ein Mann mittleren Alters, schwarz gekleidet, sehr mager, mit bleichem Gesicht, ungepflegtem Bartwuchs. Auf seinen dichten, grauen Haaren saß obenhin ein alter, sorgfältig gebügelter, schwarzer Filzhut. Er hielt beide Hände vor die Brust, zwischen die Finger ein kleines Bündel Banknoten gepresst. $1 each, sagte er, 100 Lire pro Person. Wir traten ein und sahen uns um. Es war das übliche neapolitanische Interno, ein fensterloser Raum mit einer kleinen Tür im Hintergrund, ein gewaltiges Bett längs der Rückwand und die anderen Wände entlang eine Art Spiegeltisch, ein schäbiger, weißgelackter, metallener Waschtisch, eine große Truhe und, zwischen Bett und Truhe, ein Tisch. Auf dem Spiegeltisch stand eine große Glasglocke, welche die bunten Wachsstatuetten einer heiligen Familie barg. An den Wänden hingen volkstümliche Öldrucke mit Szenen aus Cavalleria Rusticana und Tosca, ein Vesuv mit der Rauchsäule, die aussah wie der Kopfputz eines für das Biagi Grotta-Fest aufgezäumten Pferdes und Fotografien von Frauen, Kindern, alten Leuten, die nicht als Lebende, sondern als Tote abgebildet waren, auf dem Totenbett von Blumen umrahmt. In der Ecke zwischen Bett und Spiegeltisch stand ein kleiner Altar mit dem Bild der Madonna und brennenden Öllämpchen. Über das Bett war eine riesige Decke aus himmelblauer Seide gebreitet, deren langer, goldgestickter Fransensaum den Fußboden aus grüner und roter Majolika streifte. Auf dem Bettrand saß ein Mädchen und rauchte. Sie saß auf dem Bett und ließ die Beine baumeln. Sie rauchte hingegen, schweigend, die Ellbogen auf die Knie gestemmt, das Gesicht mit den Händen stützend. Sie schien sehr jung zu sein, aber ihre Augen waren alt und etwas verlebt. Sie war in jener barocken Manier der Capere, der volkreichen Stadtviertel frisiert, die den Kopfputz der neapolitanischen Madonnen des 17. Jahrhunderts zum Muster nehmen, die schwarzen Haare kraus und glänzend durch Kämme und Bänder aufgebauscht und mit Werk gepolstert waren, turmartig aufgeschichtet, fast als trüge sie auf der Stirn eine hohe schwarze Mitra. Etwas Byzantinisches war in ihrem langen, schmalen, blassen Gesicht, dessen Blässe durch die dick aufgetragene Schminke hindurchschimmerte, und byzantinisch war der Schnitt der großen, schrägen, tiefschwarzen Augen unter der hohen, glatten Stirn. Aber die wulstigen Lippen, durch ein kräftiges Rouge noch vergrößert, brachten etwas unbestimmt Sinnliches und Freches in die zarte Trauer dieses Ikonengesichts. Sie trug ein rotseidenes Kleid mit maßvollem Ausschnitt. Ihre Strümpfe waren aus fleischfarbener Seide und die kleinen fleischigen Füße waren in einem Paar zerrissener und ausgetretener Hausschuhe vergraben. Das Kleid hatte lange, an den Handgelenken eng schließende Ärmel und um den Hals hing eine jener alten, verblassten Korallenketten, die in Neapel der Stolz eines jeden armen Mädchens sind. Das Mädchen rauchte schweigend, den Blick mit abweisendem Stolz starr auf die Tür gerichtet. Trotz der Aufdringlichkeit ihres roten Seidenkleides, dem barocken Aufputz des Haares, den großen fleischigen Lippen und ihrer zerrissenen Hausschuhe hatte ihr vulgäres Wesen nichts Persönliches. Es schien vielmehr der Reflex der vulgären Umgebung zu sein, dieser vulgären Atmosphäre, die sie ganz einhüllte und doch eben nur streifte.
Sie hatte ein sehr kleines, zartes Ohr, so weiß und durchscheinend, dass es wie aus Wachs nachgebildet zu sein schien. Als ich eintrat, heftete das Mädchen seinen Blick auf meine drei Hauptmannssterne und lächelte verächtlich, das Gesicht leicht zur Wand hinkehrend. Wir waren etwa 10 Personen in dem Raum, der einzige Italiener war ich. Niemand sprach. »That's all, the next in 5 minutes«, sagte die Stimme des Mannes, der hinter dem roten Vorhang auf der Türschwelle stand. Dann schob der Mann durch einen Spalt des Vorhangs das Gesicht ins Zimmer und fragte, »Ready? Fertig?« Das Mädchen warf die Zigarette zu Boden, ergriff mit den Fingerspitzen die Zipfel seines Kleides und hob es langsam hoch. Zuerst erschienen die Knie eng von der knappen Seidenhülle der Strümpfe umschlossen. Dann die nackte Haut der Schenkel. Dann der Schatten des Schamhügels. Sie blieb einen Augenblick in dieser Stellung, eine traurig stimmende Veronika, den Mund halb verächtlich geöffnet. Dann legte sie sich langsam hinten über, streckte sich auf dem Bett aus und öffnete ganz ruhig und allmählich die Beine. Wie es das grausig anzusehende Hummerweibchen bei der Liebeswerbung macht, wenn es langsam die Zange seiner Scheren öffnet und das Männchen mit seinen kleinen, runden, schwarzleuchtenden Augen anstarrt und bewegungslos drohend verharrt, so tat das Mädchen, indem es langsam die schwarze und rosige Zange des Fleisches öffnete, so verharrte und die Zuschauer fest anblickte. Tiefes Schweigen herrschte im Raum. »She's a virgin, you can touch. Put your finger inside. Only one finger, try a bit, don't be afraid. She doesn't bite, she's a virgin, a real virgin«, sprach der Mann, seinen Kopf durch den Vorhangsspalt ins Zimmer schiebend. Ein Neger streckte die Hand aus und probierte mit dem Finger. Irgendwer lachte, es schien, als erhebe er Einspruch. Die Jungfrau rührte sich nicht, aber sie warf dem Neger einen hasserfüllten, angstvollen Blick zu. Ich sah mich um, alle waren bleich vor Angst und Hass. »Yes, she's like a child«, sagte der Neger mit heiserer Stimme und ließ den Finger langsam kreisen. »Get out the finger«, sprach der durch den Spalt des roten Vorhangs gezwängte Kopf des Mannes. »Really, she's a virgin«, sagte der Neger, als er seinen Finger zurückzog. Unvermittelt schloss das Mädchen die Beine mit sanften Patschen der Knie, richtete sich mit einem Druck der Hüften wieder auf, streifte sich das Kleid nach unten und nahm blitzschnell einem englischen Matrosen, der dicht am Bettrand stand, die Zigarette aus dem Mund. »Get out, please«, sprach der Kopf des Mannes, und wir gingen alle langsam, einer hinter dem anderen, durch die kleine rückwärtige Tür des Raumes hinaus, verlegen und beschämt, mit den Füßen über den Boden schlürfend. »Ihr dürftet zufrieden sein, Neapel in diesem Zustand zu sehen«, sagte ich zu Jimmy, als wir im Freien waren. »Es ist bestimmt nicht meine Schuld«, antwortete Jimmy. »Oh nein«, sagte ich, »es ist sicher nicht deine Schuld. Doch es muss eine große Befriedigung für euch sein, euch in einem solchen Land als Sieger zu fühlen. Wie könntet ihr euch sonst ohne solche Erlebnisse als Sieger fühlen? Sagt die Wahrheit, Jimmy, ihr würdet euch ohne solche Schauspiele nicht als Sieger fühlen?« »Neapel steht so gewesen«, sprach Jimmy. »Nein, es ist niemals so gewesen«, sagte ich. »Solche Dinge hat man in Neapel noch nie erlebt. Wenn euch diese Dinge nicht gefielen, wenn solche Schauspiele euch nicht ergötzten, würden sie in Neapel nicht geschehen«, sagte ich, »würde man solche Schauspiele in Neapel nicht zu sehen bekommen.« »Wir sind es doch nicht, die Neapel gemacht haben«, erwiderte Jimmy. »Wir haben es schon fix und fertig vorgefunden.« »Ja, ihr habt Neapel nicht gemacht«, sagte ich, »aber es ist niemals so gewesen, Neapel. Wenn Amerika den Krieg verloren hätte, bedenke, wie viele amerikanische Jungfrauen in New York oder Chicago für einen Dollar ihre Beine öffnen würden. Wenn ihr den Krieg verloren hättet, befände sich eine amerikanische Jungfrau auf diesem Bett anstelle dieses armen neapolitanischen Mädchens.« »Red keine Dummheiten«, rief Jimmy. »Selbst wenn ihr den Krieg verloren hätten, würde man solche Dinge in Amerika nicht erleben.« »Aber man würde noch Schlimmeres in Amerika erleben, wenn ihr den Krieg verloren hättet«, sagte ich. »Um sich als Helden zu fühlen, haben alle Sieger es nötig, solche Dinge zu sehen. Sie haben es nötig, den Finger in ein armes, besiegtes Mädchen zu stecken.« »Red keine Dummheiten«, rief Jimmy. »Mir ist es lieber, den Krieg verloren zu haben und wie dieses arme Mädchen auf dem Bett zu sitzen, als hinzugehen und den Finger zwischen die Beine eines armen Mädchens zu stecken, um die Freude und den Stolz eines Siegers zu empfinden.« »Du bist auch mitgekommen, sie anzusehen«, sagte Jimmy. »Weshalb bist du denn mitgekommen?« »Weil ich ein Feigling bin, Jimmy. Weil ich es ebenfalls nötig habe, solche Dinge zu erleben, um zu merken, dass ich ein Besiegter bin, dass ich ins Unglück gestürzt bin.« »Weshalb legst du dich nicht auch auf jenes Bett?«, fragte Jimmy, »wenn du solchen Gefallen daran hast, dich auf der Seite der Besiegten zu befinden?« »Sprich die Wahrheit, Jimmy. Würdest du gerne einen Dollar ausgeben, um zuzusehen, wenn ich die Beine breit mache?« »Nicht einen Cent würde ich ausgeben, um dich anzusehen«, rief Jimmy auf den Boden spuckend. »Weshalb nicht?
Wenn Amerika den Krieg verloren hätte, würde ich drüben sofort hingehen, um zu sehen, wie die Nachkommen Washingtons von den Siegern die Beine öffnen. Shut up, schrie Jimmy und fasste mich heftig am Arm. Weshalb würdest du mich nicht ansehen kommen, Jimmy? Alle Soldaten der 5. Armee würden mich ansehen kommen. Auch General Clark. Auch du würdest hinkommen, Jimmy. Du würdest nicht einen Dollar bezahlen, sondern zwei, sondern $3, um zu sehen, wie sich ein Mann die Hosen aufknöpft und die Beine breit macht. Alle Sieger haben es nötig, solche Dinge zu erleben, um sicher zu sein, den Krieg gewonnen zu haben. Ihr seid alle eine Horde von Verrückten und Schweinen hier in Europa, rief Jimmy. Da hast du, was ihr seid. Sag mir die Wahrheit, Jimmy. Wenn du nach Amerika zurückgehst, nach Hause, nach Cleveland, Ohio, wird es dir Spaß machen zu berichten, dass der Finger von euch Siegern durch den Triumphbogen der Beine armer italienischer Mädchen eingegangen ist? Don't say that, sprach Jimmy leise. Verzeih mir, Jimmy, es tut mir leid, deinet und meinetwegen. Es ist weder eure Schuld noch die unsere, ich weiß. Aber es tut mir weh, an gewisse Dinge zu denken. Du hättest mich nicht zu dem Mädchen mitnehmen dürfen. Ich hätte nicht mit dir gehen sollen, dies Grausige anzuschauen. Es ist mir leid, Jimmy, deinet und meinetwegen. Ich komme mir elend und feige vor. Ihr Amerikaner seid gute Kerle und gewisse Dinge begreift ihr besser als manche andere. Nicht wahr, Jimmy? Manche Dinge begreifst auch du. Yes, I understand, sagte Jimmy mit leiser Stimme und drückte mir kräftig den Arm. Enter the comic zone. Let's talk about my favorite comics. Es ist wieder Zeit, über spannende Comicreihen zu sprechen. Diesmal geht es um einen Kriminalfall, der sich im Mittelalter abspielt. Und als wäre das nicht genug, wir werden uns in das 12. Jahrhundert begeben, in einen Kreuzfahrerstaat in Palästina. Und als wäre das nicht genug, wird sich unser Ermittler auf der Spur eines psychopathischen Serienmörders befinden. Das 5. Evangelium ist eine Tetralogie aus der Feder von Jean-Luc Istan und entstand zwischen den Jahren 2009 und 2015. Es ist eine spannende Mittelaltergeschichte, die auf übertriebene Fantastik verzichtet und stattdessen versucht, die authentische Atmosphäre der Zeit und der Region heraufzubeschwören. Denn wir befinden uns im 12. Jahrhundert in Palästina, in den Jahrzehnten der sogenannten Kreuzfahrerstaaten. Hierzu möchte ich den offiziellen Teaser des Splitter Verlags lesen. Das Heilige Land im 12. Jahrhundert. Auf rätselhafte Weise verschwinden junge arabische Mädchen. Alle waren Waisen und hatten dasselbe Symbol eintätowiert, die Hand der Fatima. Zur gleichen Zeit wird der Herzog Milan de Plancy auf heimtückische Weise von 4 Vermummten ermordet. Doch dies ist nur der Anfang einer Mordserie, die in Verbindung mit mysteriösen Schriften steht, deren Enthüllung das Ende des freien Jerusalems einläuten und selbst das heilige Rom erzittern lassen könnten. Gemeinsam mit dem König von Jerusalem macht sich der Erzdiakon Guillaume de Tyr daran, Licht in die mörderische Verschwörung zu bringen. Räumen wir erstmal das Offensichtliche aus dem Weg. Ja, diese vierbändige Comicreihe hat etwas von Name der Rose von Umberto Eco und etwas von Da Vinci Code von Dan Brown. Und das muss erstmal nicht unbedingt ein Kompliment sein. Doch ich muss gestehen, dass ich die Handlung durchaus bestechend fand. Viele Mittelalterabenteuer dieser Art machen den Fehler, indem sie einen verdächtig modern denkenden Protagonisten in den Mittelpunkt stellen, der all das Narrenhafte an der Vergangenheit durchschaut hat, und dies ist stets eine etwas faule und unehrliche Art, Geschichte zu schreiben. Königreiche des Himmels von Ridley Scott wäre ein gutes Beispiel für eine äußerst unbeholfene Art, die Menschen des Mittelalters darzustellen, auch wenn der Film für sich beansprucht, authentischer zu sein als andere. Aber ähnlich wie in Apokalypto von Mel Gibson ist dies nur sehr äußerer Schein. Der Rest ist ein arrogantes Predigen unseren Ahnen, das zugleich versäumt, den Versuch zu wagen, uns zu zeigen und zu erklären, wie die Menschen damals wirklich gedacht und gelebt haben. Nun, das 5. Evangelium bemüht sich, diese Falle zu vermeiden, und das gelingt mal besser und mal schlechter. Zugleich aber ist es durchaus so, dass wir oft dazu neigen, Comics eine etwas längere Leine zu geben als Film oder Roman, wenn es darum geht, historische Korrektheit zu erreichen oder zu verfehlen. Es liegt vielleicht daran, dass der Comic aus seiner Tradition heraus eben mehr in einem abenteuerlustigen, stets etwas übertriebenen Stil angesiedelt ist oder dem entsprungen ist und somit nicht mit demselben strengen Maß beurteilt wird wie zum Beispiel ein historischer Roman.
Und man darf nicht übersehen, dass diese Geschichte keine reine historische Aufarbeitung darstellt. Nein, es ist natürlich eine etwas reißerische Mystery-Geschichte, eben mit einem dicken Hauch Dan Brown oder der ewigen Frage, ob das Christentum nur deshalb so lange Fortbestand hatte, weil seine Doktrin zensiert und reingewaschen war, bereinigt von allerlei Evangelien und Apokryphen, die man bei allerlei Synoden für nicht kanonisch erklärt hatte. Übrigens, mein Problem mit Dan Brown und Da Vinci Code hat nicht mit den grundsätzlichen Aussagen des Buchs zu tun, sondern damit, dass Dan Brown nicht wirklich gut schreiben kann und die besten Aspekte des Romans vermutlich von seiner Ehefrau beigesteuert wurden, die Kunsthistorikerin ist. Und ich finde, es sagt viel über den Niedergang unserer Zivilisation aus, dass solche Bücher dann einen so ungeheuerlichen Grad an Erfolg und Popularität erfahren. Ich habe auch absolut nichts gegen Romane über BDSM, aber 50 Shades of Grey? Wirklich? Zurück zum Comic. Die Geschichte ist eben auch ein Thriller mit horrorhaften Zügen und nicht verlegen, auch mal ein Klischee zu bedienen. Gesichtslose Meuchelmörder mit Kapuzen, die über Sünder richten, der stets als aufrichtiger Edelmann porträtierte Salahuddin, die gewohnt hinterhältigen Tempelritter. Das ganze Rezept für einen großartigen Schund ist da und der Kuchen gelingt besser als erwartet. Das hier ist ein großartiges Abenteuer, das mit dem Einsatz echter historischer Gestalten nicht spart, allem voran natürlich Balduin IV., König von Jerusalem und seiner Schwester Sibylle. Balduin ist hier noch ein junger, aufgeweckter Teenager, noch nicht gezeichnet von der Lepra, die mit seinem Schicksal so verbunden ist. Er ist jener König, der in den späten Jahren diese silberne Maske trug und nach Augenzeugenberichten extrem verunstaltet starb. Doch hier ist er noch ein junger Mann, umgeben von Mentoren und Ratgebern. Der Hauptprotagonist Wilhelm von Tyrus ist ebenfalls eine historische Gestalt. Hier könnte man durchaus Parallelen suchen zu William von Baskerville aus Umberto Ecos Name der Rose, während man sich sichtlich keinen Gefallen tut, zu viele Vergleiche mit den historischen Persönlichkeiten anzustellen. Die Qualität dieser Reihe ist die Atmosphäre und die eskapistische Dimension. Erneut ist dies eine Comic-Story, deren Aufgabe darin besteht, dich zu entführen und die dröge Alltagswelt unserer Wirklichkeit für eine Weile zu vergessen. Denn von den Seiten der Comicbände steigt der Duft des Orients auf mit allem dazugehörigen Schmutz und Gestank. Doch auch die unverrückbare Distanz zwischen dem Leben der Adeligen hoch auf den Terrassen und Mauergängen ihrer Paläste in Jerusalem und dem oft mühsamen Alltag der gewöhnlichen Bevölkerung, die hier mal christlich, mal jüdisch und mal arabisch ist. Nicht alles mutet zuverlässig authentisch an, wenn eine der Handlungsfiguren plötzlich von einer Entfernung von einigen Kilometern spricht, mag man sich wundern, wo denn im 12. Jahrhundert plötzlich Kilometer herkommen. Aber das sind Randbemerkungen. Die Darstellung der Moslems in dieser Geschichte ist ausgewogen und sichtlich keiner christlichen Animosität unterworfen. Und ebenso treten die Juden hier frei von Klischees in Erscheinung. Und obwohl das Umfeld der Handlung weitgehend christlich ist und hier durchaus berechtigte Kritik geübt wird, kann man hierbei trotzdem nicht von einer dumpfen Gesamtverhaftung sprechen. Der Comic versucht durchaus der politischen Komplexität jener Zeit gerecht zu werden und geht eben auch auf die Fraktionen ein, die in jenen Jahren in Jerusalem und den lateinischen Staaten um Macht und Einfluss buhlten. Wir erleben großartige Vistas im Landesinneren mit Wüstenlandschaften und alten antiken Ruinen. Die Grafiker dieser Bände prägen einen farblich eher monochromen Stil. Die Farben reichen dabei von einem staubigen Ocker über rostiges Braun bis zu einem stark gedämpften Blau. Dies ist kein farbgewaltiger Comics, was dem mittelalterlichen Jerusalem vermutlich sehr unrecht tut. Doch es ist eben nicht die Aufgabe eines Comiczeichners, eine postkartenartige Vision einer fernen Zeit umzusetzen, sondern Panel für Panel eine bestimmte Atmosphäre zu evozieren. Und wenn ich sage die Grafiker, ist das ein interessanter Punkt hier, denn die vier Bände wurden tatsächlich von unterschiedlichen Zeichnern erstellt. Gleich geblieben ist der Autor Jean-Luc Istan, aber auch die Koloristin Elodie Jacquemoir, deren gedämpfte Farbpalette sichtlich zu einer bedrohlichen, aber stellenweise auch konsequenten Ästhetik beiträgt. Der erste und zweite Band mit den Titeln Die Hand der Fatima und Die Höhle des Cerberus wurden von Timothée Montagne gezeichnet, während der dritte Band mit dem Titel Herodium von Roberto Viacava gezeichnet wurde und schließlich der vierte Band mit dem Titel Offenbarung wurde von Benoît Delacq gezeichnet.
Dieser Wechsel der Penciler und Inker hatte vermutlich pragmatische Gründe, weil dieses Projekt eine doch lange Entstehungszeit hatte und für Band 3 und 4 Timothée Montagne möglicherweise nicht zur Verfügung stand. Somit haben wir es hier mit der Situation zu tun, wo zwei andere Künstler ihren eigenen Stil sichtlich unterdrücken und letztendlich Montagnes Stil imitieren, damit die gesamte Serie konsistent erscheint. Und das gelingt ziemlich gut. Bei dem vierten Band vielleicht etwas weniger, aber im Großen und Ganzen ist das eine beachtliche Anstrengung. Aber in der Welt der Comics ist eine solche Situation nicht ganz unbekannt. Alles in allem, wenn es darum geht, sich auf eine Reise zu begeben und die Gedanken mal abzulenken, ist diese Reihe ein perfektes Vehikel dafür. Das fünfte Evangelium ist exotisch, düster, faszinierend, eine herrliche, abenteuerliche Zeitreise in einer Zeit und Ära, die sich hervorragend für Abenteuergeschichten eignet. Und zugleich ist es eine Detektivgeschichte aus einer Zeit, als es noch keine Detektive gab. Und das war es wieder für heute. Ich hoffe, du fandst das interessant und ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder dabei. Bis bald. The Thief in the Temple. Escapism in the pre-apocalyptic era.